Der 5. Umweltpakt Bayern. Unterschrieben von Vertretern der bayerischen Staatsregierung und der Wirtschaft. Worum geht's? Dass wir weiterarbeiten an dem Erhalt unserer wunderschönen bayerischen Landschaft und Natur und auch des Klimaschützen. Und dies nicht einseitig durch Gesetze, durch Paragraphen, sondern durch eine Kooperation mit der bayerischen Wirtschaft, mit den Unternehmen. Das war bisher sehr erfolgreich. Fast 100% der Vereinbarungen sind von der Wirtschaft und der Politik umgesetzt worden. Und jetzt wird auch dieser 5. Umweltpakt mit ehrgeizigen Zielen umgesetzt werden. Das geht beim Klimaschutz los, dass wir den CO2-Ausstoß in Bayern weiter verringern. Es geht weiter mit einer umweltfreundlichen Produktion und setzt sich fort in einer Politik für erneuerbare Energien, dass auch unsere Energieversorgung immer sauberer wird und umweltfreundlicher. Aber auch in anderen Feldern wie Biodiversität oder Ressourcenschonung setzen wir sehr auf die Unternehmen und auf deren Eigenverantwortung. Wie profitieren die Unternehmen? Also zum einen ist es für den Betrieb selbst schon mal wichtig, weil sie natürlich auch Ressourcen sparen, damit auch Kosten sparen und es sich langfristig positiv auswirkt. Aber zweitens ist es natürlich auch für sie als Wettbewerbsinstrument und auch für die Werbung, für den eigenen Unternehmen wichtig. Und ich glaube einfach auch ganz persönlich, dass es viele Unternehmer gibt, die einen Beitrag dazu leisten wollen, etwas Positives für die Umwelt auch zu tun und damit auch für die Nachhaltigkeit. Ja, zunächst einmal ist es so, dass Ökologie und Ökonomie in Bayern zusammenpassen. Wenn wir umweltbewusst arbeiten und wenn wir die Umwelt schonen, dann haben wir natürlich da auch Vorteile für die Zukunft. Wir wollen unseren Kindern und Enkeln eine lebenswerte Umwelt hinterlassen.